Da hätten wir schon mal den Raubüberfall geplant und müssen uns jetzt die Sachen besorgen. Wir verlassen mal das Lokal. Hallo? Ich finde es übrigens schön, wie okay. Ich glaube, Wade hat seinen Spaß. Jim? You're taking me up Bantam Canyon in this charcoal color landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Na komm. Stalin, kid, I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Oder so. Okay, rette Jimmy. Wo ist unser? Können wir da einfach hinlaufen? Unser Sohn hat mal wieder etwas angestellt, naja. Brauchen aber, glaube ich, noch einen Wagen. So, ich gucke mal kurz auf der Karte. Ach so. Ah, okay, ist ein gutes Stück weit weg, da brauchen wir noch unseren Wagen. Dann schnapp ich mir jetzt einfach mal den hier. Oder auch nicht, hier liegt übrigens jemand Verletztes. Was ist denn hier passiert? So. Hauptsache mal die Munition mitgenommen. So geht's natürlich auch. Dann schnappen wir uns jetzt einen Wagen, wenn ich mal einen kriegen würde. Ich glaube, ich muss mich echt mal ranhalten, ne? Hallo, ich brauche einen Wagen. Jetzt. No, please. Okay. Tolle Musik. Dann hoffe ich mal, dass wir Jim irgendwie aus den Schwierigkeiten helfen können. Hat er irgendwelche Leute im Internet getrollt? Habe ich das richtig verstanden? Ja gut, ich meine, wenn der das wirklich gemacht hat, dann hat er es vielleicht nicht besser verdient. Aber naja, ist ja unser Sohn, von daher retten wir den natürlich. Dreieinhalb Kilometer noch. Und dann besorgen wir am besten schon mal ein paar Sachen für den großen Heist. Und wir arbeiten jetzt auch wieder gut mit Trevor zusammen. Aber Franklin soll ihn ja töten und wir wissen ja, dass Trevor aus dem Weg geschafft werden soll. Aber wir wissen ja nicht, dass sie Franklin Bescheid gegeben haben darüber. Das ist alles sehr knifflig. Da bleibt es einfach abzuwarten, wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den großen Überfall. Um den wahrscheinlich letzten. Ich meine, wir sind da schon richtige Profis drin. Sozusagen. Oh oh. Hey, eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man. Social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual, like, bleeding, because then you'll be in pain. Me. Me. Ow. Ja. Okay. Wir retten mal unseren Sohn. Da vorne fährt er. Das ist wieder so. Töte den Führer nicht. Ruiniere das Auto.
Ich habe irgendwas überfahren. Ah, da ist er. Who is that animal? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big's this herd, huh? The size of your herd? Don't matter when you're a total badass psycho, you dick. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. What's it say? Entitled, because I am. Horrible little troll. Oh, God. Ja. Don't kill him, Dad. Just like mess him up. Gut, das hätten wir auch erledigt. Fuck, man. Do you think it's over? Yeah. He's gone. Are you sure? 'Cause the dude holds like a grudge, and I'm like his nemesis. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. Das haben wir jetzt auch mitgekriegt. Und daraus lernen wir, Kinder, hört auf zu trollen. Das ist mein Ernst. Hört auf zu trollen. But a troll? Jim? What's a troll? Like a joker on the internet. What sort of jokes? Sort of mean jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like the other day, he posts this picture of his newborn and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I see you feel prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly... Enough! All right? Fucking enough! I get it. Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times. Great times. The fucking fun you have. Ja, das war schön. Das hat nämlich jetzt genau wiedergespiegelt, warum Trolle scheiße sind. Im Ernst jetzt. Oh, die nerven echt wie... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mal ausdrücken. Tja, daraus lernen wir, hört auf zu trollen und seid nicht so scheiße wie Michaels Sohn. Es ist aber echt nicht cool. Oh Gott. Okay. Alright, the troll can come out of his cage. Screw you. Sticky back here and smells funny. Yeah, well maybe that'll teach you to wind people up on the internet. Now get out of here. Aha. You fucking moron! Bestanden. So. Wohnen die hier? Also unsere Familie ist ja erstmal wieder ausgezogen, damit sie in Sicherheit sind. Yay. Okay, der Bohrer ist im Depot in East LS. Er steht draußen auf dem Hof, deshalb haben sie ein paar Leute als Wachen eingestellt. Versuche rein und rauszukommen, ohne aufmerksam... ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Oh. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? 'Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Da sagt sowas.
Ich meine, das ist ja absolut wahr. Das ganze Geld bringt einfach nichts, wenn wir tot sind. Ich gehe mal schwimmen. Weil ich es kann. Wegen dem Zug. Eine beliebige Lokomotive und ein Flachbettwaggon sollten ausreichen. Ich habe einen Frachtheli für die Abholung organisiert. Leitet einfach einen Zug bei Davis Quartz um und sagt einen von den anderen Bescheid, damit er den Heli reinbringt. Macht mit Arbeitern, was immer ihr für nötig erachtet. Okay. So. Genug geschwommen. Jetzt machen wir uns mal an die Arbeit. Wir müssen jetzt einen Zug besorgen, einen Bohrer und noch einen Fluchtwagen. Und den sollen wir auch noch aufmotzen. Modifizieren. Genau. Ich sehe es schon auf der Karte. Die Heist-Vorbereitungen. So. Und zwar hier unten einmal. Raubüberfall-Vorbereitungen. 1 von 2. 2 Sachen müssen wir erledigen. Und jetzt. Kann ich jetzt endlich mal golfen gehen? Oh, dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug für den Überfall. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Wagen echt als Fluchtwagen wählen? Das Fluchtfahrzeug wurde verlassen, kehrt zu ihm zu... Was? Wollen wir den Wagen mal auftunen? Los Cas... hier? Ist einer in der Nähe. Der hier. Hä? Kehrt zu ihm zurück? Wir sind doch noch im Wagen drin. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Können wir den Wagen jetzt nehmen? Ereignet sich nicht. Wieso wurde dann vorhin gesagt, der eignet sich? Das ist ja komisch. So einer vielleicht. Das Problem ist, die richtig schnellen Flitzer, die sind ja meistens 2 Sitzer. Der hier könnte relativ gut sein. Dann können wir den hier eventuell einfach mal aufmotzen. Also ich bin mir nicht sicher, aber der sollte ja eigentlich relativ stabil sein. Ja, wobei die hier, die sind auch, glaube ich, relativ schnell, die Wagen hier. Das ist jetzt eben die Frage. Das soll ich vielleicht doch so einnehmen? Das sollte vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf haben. Ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Modifizieren den bei Los Santos Customs. Und stellen den dann schon mal bereit, damit wir eins nach dem anderen die Vorbereitungen abarbeiten. Unsere Agenda. Ja, der ist schon ganz gut dabei. Genau so. Da wären wir. So, Los Santos Customs. Seit 1987. Da wären wir. Hier waren wir auch schon länger nicht mehr, ne? Schon cool, dass man hier die Wagen auch modifizieren kann. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen, Traktion. Reparieren erstmal. Panzerung. Ja. Die haben wir schon und der ist jetzt ausgerüstet, okay. Und uns bringt das jetzt nicht, wenn wir noch diese Panzerung kaufen, oder? Also die addieren sich nicht. Die
kumulieren sich nicht, oder? Ich glaube nicht. Bremsen. Sportbremsen, Rennbremsen. So. Stoßstange. Das wollte ich jetzt nicht kaufen. Ich klicke immer zu oft. Ich meine, genug Geld haben wir ja. Motor. So, Beschleunigung. Ist jetzt nochmal ordentlich hoch. Auspuff. So, Hupe, Scheinwerfer, Nummernschild, Lackierung. Stimmt, da können wir auch nochmal hier die Farbe ändern. Metallic. Können wir vom Prinzip her aber eigentlich auch so lassen. Seitenverkleidungen. Der Spoiler. Naja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, ich hoffe jetzt einfach mal, das passt so. Ich hoffe mal, der Wagen hält einiges aus. Ich bin mir da nicht sicher. Moment, ich... Ups. Wir rufen jetzt einfach mal Lester an. Und zwar Kontakte... Lester. Hier. So, Fluchtfahrzeug bereit. Hey, I got something we can use for the getaway. I'll call you when it's in the parking garage. Okay. I'm not going anywhere. So. Platziere das Fluchtfahrzeug in der Tiefgarage. Ich werde jetzt wirklich so vorsichtig wie möglich fahren. Zum Glück haben wir den hier in der Nähe reparieren lassen. Achtung, Achtung. Keinen Unfall bauen. Keinen Unfall bauen. Ganz vorsichtig. 300 Meter noch. War feuchtig. So. Da vorne links abbiegen. Ich habe echt etwas Angst. Jetzt. Ja. Und da vorne. Auf dem Behindertenparkplatz. Natürlich. So. Perfekt geparkt. Und wir haben keinen Kratzer drin. Ich hoffe mal, der Wagen... wird sich später als nützlich erweisen. Bestanden. Folgendermaßen. Erstmal die Uhrzeit. 20 Uhr, natürlich. Wir können wieder nicht golfen gehen. Ich bin dazu verdammt, in diesem Spiel nie golfen zu gehen. Was ist eigentlich hier? Psychiater. Könnten wir eigentlich mal wieder machen. Hätte ich jetzt irgendwie Lust drauf. Ach, so ein Psychiater mal. Das ist doch super. Fallschirmspringen heißt Vorbereitungen. Hier können wir auch Fallschirmspringen. Auf dem Berg will ich. Definitiv noch. Rennen sind auch ganz nett. Okay. Das interessiert mich mal. Statistik, entschuldigt. Boah, nur noch 4 Missionen. Hobbys und Zeitvertreib. Fremde und Freaks. Zufällige Ereignisse haben wir schon alle. Verschiedenes. Was Verschiedenes ist, weiß ich gar nicht mal genau. Hey, Les. Getaway car's in the garage. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Das ist wahr. Stoppen wir mal den Wagen hier. Wie können wir eigentlich das Dach zurückklappen lassen, würde mich ja interessieren. Ah, so kann man sich ducken. Mhm. Perspektive. Irgendwie kann man, glaube ich, bei den Cabrios das Dach zurückklappen lassen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Oh. Mhm. Z. Okay. Oh, die Tür ist noch dran.
Dann fahre ich jetzt mal... Oh, Entschuldigung. Genau, zum Psychiater. Das machen wir jetzt einfach mal. Finde ich eigentlich auch ganz schön, dass wir den besuchen gehen können. Aber den können wir auch nur mit Michael besuchen, oder? Ich denke schon. Müssen wir mal gucken, ob der auch mit den anderen Charakteren erreichbar ist. Na? Und dann können wir eigentlich schon die Vorbereitungen machen. Spricht ja nichts dagegen. Wir müssen uns also einen Zug besorgen und den Bohrer, genau. Ein Hubschrauber hat anscheinend ja Lester schon besorgt und den anderen kriegen wir von Trevor. Na, auf geht's. Die Tür sieht auch wieder sehr gut aus. Aber gibt schon ganz schicke Flitzer hier, muss man sagen. Da vorne sind wir schon. Kann ich hier rüber? Ja. So. Perfekt. Well, Michael, I see you're back around and making time for your mental health. Yeah, I don't know why I came. Hmm. What do you want, Michael? I don't know. I want something that isn't this. You know? This caring about two things at once. I mean, I want to be a good dad, love my family, you know, live the dream. But at the same time, I really want the other stuff, too. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. No, I hadn't considered that. So, pal, what's the source of conflict this time? Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. Where are we now? Today's getting hard to keep track of who wants to kill me at any given moment. Trevor still wants to eat my liver, but we're playing nice because we're working a job together. The FIB, they want me dead because I'm no longer useful to them. The investor guy who hooked me up with the studio, he's pissed off because I didn't burn it down for him. But the wife and kids are back under the roof. So, maybe things are okay. Mm-hmm. Well, family is important, Michael. But make sure you want them there for the right reasons. Any other acting out friend? Tell me. Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. Ja, so, wir dürfen mal wieder einen Ratschlag annehmen. Das finde ich auch schön. Michael. Ich mag den... Ja, ich denke gerade nach. Ich mag den Therapeuten übrigens. Oder den Psychiater. I want to be good, Doc. I really do. But then I get angry. Hmm. Anything else? Anything sexual? I ain't been perfect, but I ain't been bad. Just skin joints. You know, nothing too serious. Okay, Michael. Well, in the circumstances, I think that's some kind of progress. So, I feel like there's progress in some areas and, you know, none in others. That's incredible stuff. I don't think I've ever heard such a barrage of denial, self-justification, and outright horror. The thing is, Michael, here, can we just get a quick photo together? Cheese. What is this? I really think I can't treat you anymore. The fact is,
I'm in love with you. The fuck are you talking okay, about, well, Doc? Okay, well, that's not true. Good. You're learning. Good. What's going on? Nothing. It's just... I think you need a new therapist. And I'm leaving town. I've got a TV show. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous. Think of the fucking tale. All those fucking bitches who called me pube head. Oh, they'll be lining up to suck it now. You got a TV show. You! Best not to think too closely about what I just said. It's not like I'll be using real names or anything. I'm really discreet. Bye now.